So, dann würde ich sagen, fangen wir mit Tillis an. Der Patch ist erst einen Tag alt. Ich werde die probably nochmal verändern, weil es hat sich ja doch ein bisschen was getan. Wir hatten das Tank-Entry-Back. Die Shurelias wurde ziemlich stark genervt. Nimbus Cloak wurde genervt. Und ich glaube, es gibt ein paar ganz gute Legendary-Items, die noch nicht wirklich durchgesickert, bei denen halt noch nicht so durchgesickert ist, wie gut sie wirklich sind. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen was tun. Ich mache das jetzt mal nach dem ersten Ermessen, die Tierlist hier. Jetzt finde ich ihn nicht. Ich würde Tahm Kench in das Fragezeichen-Tier packen, weil ich ihn selbst noch nicht gespielt habe, das Rework. Und ich habe auch noch nicht dagegen gespielt. Ich habe ihn jetzt bei ein paar anderen Streamern gesehen. Aber das war's. So, dann suchen wir mal den TK. Wo ist er denn? Ah, for some reason ist der hier oben. Ach, das ist, weil ich die Tierliste gerade geleert habe und dann wurde das nicht alphabetisch, sondern nur da, wo ich es hingeschmissen habe. Okay. Okay, gut, dann fangen wir an. Ich gehe jetzt hier einfach die Champions wieder durch. Ich habe es im Discord eh schon stehen, dass so Mage-Sachen, glaube ich, sind immer noch. Wurden jetzt sogar vielleicht ein Ticken besser, weil ja die Mage-Items billiger wurden. Würde ich generell in B-Tier setzen, aber ich werde jetzt hier nicht jeden Mage reinpacken in die Tierlist. Also Brand, glaube ich, tue ich jetzt nicht unbedingt rein. Der erste Support wäre jetzt hier Braum. Ich muss ganz kurz spicken, wo ich ihn in der letzten Tierlist hatte. Ich würde ihn jetzt rein intuitiv in C-Tier packen. Genau, da hatte ich ihn auch. Braum ist schon ein solider Champion, kann ein paar ganz gute Matchups haben, ist aber sehr vom ADC-Matchup abhängig. Und es ist halt kein Solo-Queue-Champion. So, du bist halt super teamabhängig und das willst du eigentlich nicht unbedingt haben. Morgana würde ich auch in C-Tier packen. Hat kein wirkliches Mythic. Man könnte jetzt Everfrost Morgana spielen, das will ich auch mal ausprobieren. Aber das ändert nichts daran, dass Morgana einfach in Season 11 kein guter Champion mehr ist. Du kannst sie als Counterpick spielen, in manche Tank-Supports-Matchups, aber da musst du dann auch flawless mit deinem Dexy spielen. Und das ist halt auch nicht so leicht. Genau. Dann. Also. Gehen wir hier weiter durch. Sona. Bin ich jetzt tatsächlich fast geneigt. Ich hatte Sona in der letzten Tierliste, hatte ich sie in D-Tier. Der Champ ist auch ziemlich kacke, nach wie vor. Aber Sona ist, glaube ich, der beste Moonstone-Abuser im Game. Moonstone hat nochmal einen echt soliden Buff bekommen. Deswegen würde ich Sona jetzt mindestens in. Wahrscheinlich könnte man sie sogar in B-Tier packen, aber da sträube ich mich dagegen. Deswegen lasse ich sie jetzt in C-Tier. Weil man Sona schon sehr, sehr leicht in Lane überfahren kann und punishen kann. Sona ist so ein bisschen so wie so ein kleiner Support-Kassadin. Nur, dass sie noch anfälliger ist. Dann haben wir Yuumi. Habe ich gestern, ich habe gestern im Stream, habe ich sie, glaube ich, jede Lobby gebannt, weil ich sie extrem stark finde. Ich weiß nicht genau, ob ich sie S oder A-Tier placen soll. S-Tier will ich sie jetzt eigentlich noch nicht placen. Das wird sich dann im Laufe des Patches zeigen, wie stark der neue Moonstone tatsächlich ist. Und man kann Yuumi auch immer noch relativ gut punishen. Aber ich würde sie trotzdem jetzt mal ins A-Tier schieben. Dann haben wir, also Support Senna. Hatte ich die in der alten Tierlist drinnen? Ich bin ja wirklich, ich hasse Support Senna abgrundtief. Doch, ich hatte sie im C-Tier. Wir reden hier von einer normalen Support Senna, nicht von Fasting Senna. Und die würde ich auch einfach C-Tier placen. Nami ist auch schwierig. Mein Moonstone-Buff, schön und gut, profitiert Nami auch von, aber Nami ist jetzt wirklich eher einer der schlechteren Moonstone-Supporter. Ich kriege jetzt ja gleich wieder Ärger aus dem Chat, ich kann es jetzt schon sehen. Aber ich würde Nami auch wieder einfach nur straight up in C-Tier raten. Der Champion ist halt nach 10 Minuten von allem outscaled. Du hast zwar eine okay Lane, aber wenn du von irgendwas CC'd wirst, bist du trotzdem One-Hit. Okay, dann kommen wir langsam in die Richtung der erste Tank-Support. Leona ist meiner Meinung nach immer noch, also ist komplett solide Arti, hat sich nichts geändert. Du baust immer noch dein Locket, du hast davor eh kaum Shurelias gebaut. Auf Leona kann man jetzt dann auch eventuell die neuen Tank-Items bauen. Also dieses, oh, ich weiß nicht, wie es heißt, dass die Tenacity von dem Target reduced nach den Stacks, könnte auf Leona sehr, sehr toxisch sein. Und außerdem ist ein bisschen Mask auch ein solides Item für Leona. Deswegen würde ich sie definitiv wieder A-Tier placen. Für S-Tier reicht es für mich nicht, weil sie relativ schlechte Matchups hat gegen andere Tank-Supports. Also zumindest sie wird ja von Thresh hart gefickt. Und ja, aber A-Tier kriegt sie definitiv.
Dann Kama hatte ich in der letzten Tierliste im S hier. Shirelias wurde jetzt aber super hart genervt. Sie ist jetzt auch ein starker Moonstone-Abuser, aber S hier würde ich sie auf keinen Fall mehr geben. Deswegen würde ich sie in E-Tier packen. Ich denke, dass sie immer noch gut ist. Ich habe sie jetzt selber auf dem jetzigen Patch noch nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Shirelias immer noch gut auf hier ist oder ob Moonstone einfach besser wäre. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Aber ich würde sie definitiv... Ich glaube, A-Tier ist hier wirklich gut eigentlich für sie. Dann sind wir Thresh, gut, unverändert, bleibt S-Tier, kann alles, kann man in alles picken, Matchup eigentlich komplett egal, kann weak sein, kann strong sein, Thresh kann halt alles, deswegen ist, glaube ich, relativ wenig zum Debattieren. Janna würde ich auch wieder, also ich glaube, wenn man kein One-Trick ist, wäre Janna sogar eine Kategorie für D-Tier, weil Janna macht wirklich überhaupt nichts, du hast kaum Poke in Lane, du wirst super leicht gepunished. Klar, wenn du ein krasses Janna OTP bist, kann der Champion auch wirklich mega gut sein. Moonstone wurde jetzt gebufft, ich werde sie in C-Tier lassen. Ich glaube, es gibt jetzt kaum noch Supports, die wirklich richtig schlecht sind momentan. Aber Janna hat man jetzt kurz wieder gesehen auf dem starken Shirelias. Aber ich glaube, ich will sie nicht in B-Tier tun. Ich glaube, das C-Tier ist sie schon ganz gut aufgehoben. So, dann haben wir Lulu. Ist meiner Meinung nach auch S-Tier. Wird in den allermeisten Champ Selects, zumindest bei mir, wird sie einfach gebannt. Und wenn sie dann mal offen ist, wird sie sofort gepickt. Du hast zwar klar auch schlechtere Matchups, ist aber nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel bei Nanami. Du hast ein bisschen Self-Peel, du kannst für Free Guardian spielen, ohne dass du irgendwas aufgibst. Du scalest sehr, sehr gut mit dem neuen Moonstone jetzt auch, der schneller und höher stackt. Ist meiner Meinung nach definitiv S-Tier. Wenn du gut spielst, überlebst du auch jede Tank-Support-Lane, wenn das ADC-Matchup nicht so schlecht ist. Zyra ist nach wie vor unverändert, finde ich. D-Tier-Support. Du hast kein wirkliches Mythic, das gut ist. Klar, die Mage-Sachen wurden jetzt ein bisschen billiger, aber trotzdem machst du viel, viel weniger Damage als in früheren Seasons. Du bist ultra squishy. Deine Ulti ist einfach, dein ganzes Kit ist zu langsam. Die E fliegt zu langsam, die Ulti braucht zu lang, bis sie Knock-up. Das ist einfach alles nicht mehr zeitgemäß. Für die modernen Seasons, für die hohe Mobility. Klar, wir hatten jetzt einen Mobility-Nerf-Patch. Aber trotzdem sehe ich keinen Engel für Zyra in irgendeinem Game eigentlich, wenn du unbedingt gewinnen willst. Dann hatten wir Zilean, hatten wir auch gestern im Stream schon die Debatte. War auch sehr, sehr beliebt jetzt wieder mit dem neuen Shirelias. Ich denke mal, tatsächlich, ich würde Zilean jetzt spontan B-Tier raten, weil Zilean wirklich immer noch ziemlich toxisch sein kann. Ich gehe mal stark davon aus, dass man jetzt einfach den Moonstone auf ihn baut und nicht mehr Shirelias. Man muss ihn spielen können, um wirklich so das volle Potenzial aus dem Champ rausschöpfen zu können. Wenn man ihn nicht spielen kann, dann ist der Champ probably sogar D-Tier. Aber ich glaube, wenn ihr einen guten Zilean spielt, kann der Champion wirklich useful sein. Deswegen würde ich ihn jetzt hier als den ersten B-Tier-Champ nehmen. Man kann auch einfach Guardian spielen, das heißt, du kommst dann schon relativ gut durch die Tank-Support-Lanes durch, wenn du ein bisschen Movement hast. Deswegen würde ich ihn jetzt in B-Tier lassen. Der nächste Support wird jetzt hier Seraphine. Hat man auch, also ich glaube so in den letzten Wochen und Monaten auf Support überhaupt gar nicht oder nur sehr, sehr wenig gesehen. Wenn dann noch eher auf ADC oder Midlane, weil du damit einfach schneller zu deinem 2-Item-Spike kommst. Jetzt mit dem nochmal gebufften Moonstone bin ich mir relativ sicher, A-Tier, oh, A oder B für Seraphine, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, ich würde lieber Yumi oder Karma spielen als Seraphine. Puh, das ist schwierig. Ich glaube, dass Karma und Yumi haben halt den Vorteil, die scalen beide ähnlich gut. Gut, die Seraphine Ult ist obviously immer noch ein ziemlicher Gamechanger. Aber ich glaube einfach, dass Karma und Yumi eine bessere Laning Phase haben als Seraphine. Ja, Yumi S habe ich auch schon überlegt, tatsächlich. Das wird sich, angekündigt, es wird sich was ändern in der Tierlist. Der Patch ist erst einen Tag alt. Es kann auch gut sein, dass Yumi S-Tier ist. Aber das weiß ich jetzt nicht. Deswegen würde ich es jetzt noch im A-Tier lassen. Aber ich fühl A-Tier Seraphine nicht, um ehrlich zu sein. A-Tier ist wirklich sowas, kann man solide blind picken, muss man nicht vor vielen Sachen Angst haben. Und wenn ich jetzt in eine Champ Select gehe und ich sehe, dass der Enemy Support Seraphine blind pickt, dann denke ich mir, ja nice, das wird eine Free Lane. Ich weiß es nicht. Das, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass Seraphine schon besser ist als Zilean. Aber Zilean will ich nicht in dieselbe Kategorie wie Braum und Morgana packen. Maybe müsste man die Supports dann eher in D-Tier placen.
Ja, das stimmt, Nekoma, das ist ein guter Punkt. Die Seraphin Ult hat auch einen insanely hohen Cooldown. Also ich glaube, dass Seraphin in B-Tier besser aufgehoben ist. Ich glaube, dass wir wie viel Seraphin ADC und Seraphin Midlane sehen werden, gerade auch in Competitive, aber in Solo-Queue einfach straight up. S und A-Tier sind halt für mich Supports, die du gut blindpicken kannst. Man kann Seraphin auch blindpicken, aber es kann sehr, sehr wehtun. Also ich denke, dass Seraphin hier in B-Tier besser aufgehoben ist. Wie gesagt, es kann sich ändern, auch ich kann falsch liegen, aber das ist jetzt so der erste Instinkt. Dann haben wir Galio Support. Boah, tue ich mich auch schwer mit einzuschätzen. Ich habe den Champ nie wirklich gespielt. Ich würde ihn einfach in B-Tier schmeißen. Ich glaube, dass man ihn picken kann. Du kannst gute Matchups haben. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb überfordert, was man auf Galio Support für Mythic baut. I guess man kann immer einfach das Standard Locket holen. Ich würde Galio einfach in den soliden B-Tier schmeißen. Ich glaube, dass das ganz okay ist. Dann wären wir bei Taric. Taric ist für mich auch wieder der Standard-C-Tier-Support. Kann man spielen. Sollte man vermutlich nicht. Der Champ ist halt auch ein bisschen outdated. So, bis die Taric-Ult-Channel-Time durch ist, hat eigentlich in der Regel schon ein gefeedeter Blue Cane, irgendein Season-11-Champ, einfach schon ein halbes Team gewonnen. Deswegen würde ich ihn hier für C-Tier setzen. Okay, what's next? Alistar. Habe ich gestern gespielt und ich finde es fucking awkward. Wir hatten in der letzten Tierlist, hatte ich ihn auf S oder auf A-Tier? Ich glaube sogar auf S, oder? Nee, auf A-Tier. Ja, Alistar hat gelitten. Der Shurelia-Snurf hat wehgetan. Champ Tank ist auch nicht mehr das, was es mal war. Wurde ja auch da vor 3, 4, 5 Patches ziemlich stark genervt. Du willst aber jetzt auch nicht direkt Locket auf Alistar rushen. Ich habe keine Ahnung, was der To-Go-Alistar-Build sein wird. Vielleicht gehst du echt einfach, du holst dir keinen Mythic und gehst irgendwie Situational, Frozen Heart oder ein bisschen Mask. Alistar hat echt gelitten. Aber es ist halt immer noch ein fucking guter Support für Solo-Queue, deswegen bleibt er einfach auf A. Aber er ist leider nicht mehr so potent wie in den letzten Patches. Bardo. Habe ich jetzt tatsächlich weniger gesehen in den letzten Wochen. Also letzte Tierlist war ja S-Tier. Ich habe ihn echt weniger gesehen. Er wurde genervt, aber der Nerf war eigentlich relativ pointless. Ich denke, dass wenn ihr einen sicken Bard spielt, ist der Champ immer noch fucking Gott-Tier. Er hat den Vorteil, du kannst for free roamen, kriegst trotzdem EP, dein ADC bekommt Solo-EP. Das ist eine richtige Carry-Maschine in Solo-Queue. Scaled immer noch gut, seine Items wurden nicht genervt, er kann das Frozen Heart mega gut abusen, was eins der besten Support-Items momentan ist. Deswegen bin ich mir relativ sicher, Bard hat eins der, wenn nicht das höchste Skill-Cap auf Support, aber wenn man Bard spielen kann, ist der Champion insane. Deswegen würde ich Bard definitiv auf S-Tier lassen. Dann wären wir bei Soraka angekommen. Am Anfang des letzten Patches dachten wir auch alle, Soraka wäre jetzt S-Tier mit diesem Warmox-Build. Hat sich dann nicht bestätigt, nicht durchgesetzt, war auch bloß irgendwie so für 3 Tage, wo die Leute dachten, es wäre gut und hat man es gar nicht mehr gesehen. Moonstone wurde gebufft. Ich finde, Soraka ist fein. Man kann sie in schweren Matchups einfach Guardian Barrier spielen. Ich denke, dass Soraka in B-Tier ganz gut aufgehoben ist. Wie gesagt, A-Tier würde ich jetzt einfach Karma, Yumi sind dann doch schon mal ein Stückchen besser. Ich denke, dass Soraka in B-Tier ganz gut aufgehoben ist. Kann man immer solide picken, auf gar keinen Fall blinden. Aber Soraka wird man auf dem Patch mit dem starken Moonstone wieder mehr sehen, bin ich mir relativ sicher. Okay, dann wären wir bei Pyke. Pyke hat man jetzt wieder öfter gesehen. Pyke ist halt auch sackschwer zu spielen. Man muss ihn halt spielen können. Ich will ihn nicht in dieselbe Kategorie packen wie jetzt irgendwie Braum, Morgana, Nami oder Senna. Deswegen würde ich ihn in B-Tier lassen. Für Solo-Queue ein 10 guter Champion. Man muss ihn spielen können. Pyke over Nami, every fucking day. Für Solo-Queue, every fucking day. Ich bin mit Pyke in B-Tier ziemlich zufrieden, tatsächlich. Ja. Doch, ich finde Pyke wirklich solide. Du kannst die Eagles damit punishen, wenn du gut spielst. Du hast einen insane Skirmish im Midgame. Late-Game-Teamfights sind hart zu spielen. Es ist halt ein Skill-Champion. Das ist ein bisschen wie Bard. Wenn du keinen Pyke spielen kannst, kann der Champ auch D-Tier sein. Aber wenn du ihn spielen kannst, kann er auch S-Tier sein. Deswegen will ich ihn jetzt nicht in C-Tier packen, weil Pyke ist definitiv besser als die C-Tier-Champions. Wie gesagt, ich bin nicht unfehlbar. Das ist bloß meine grobe Einschätzung zu dem Patch. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Pyke in B-Tier ganz gut aufgehoben ist.
Ich würde jetzt keinen Pike gegen Leona oder Alistar spielen wollen, aber dafür kann Pike auch einen Thresh oder einen Lulu echt ärgern und einen Bart auch matchen. Deswegen denke ich, ist der hier ganz gut drin. Nautilus, straight up A-Tier. Ich glaube, dass Nautilus auf diesem Patch viel Potenzial hat. Ich glaube, so das Potenzial, das Alistar ein bisschen verloren hat durch die Shurelias und Nimbus Cloak Nerfs. Das Potenzial hat Nautilus jetzt, glaube ich, bekommen, weil Nautilus kann auch sehr, sehr stark von diesem neuen Anti-Tenacity-Item profitieren. Nautilus abused sehr, sehr gut Abyssal Mask. Du kannst auf Nautilus Frozen Heart bauen, die ganzen neuen OP in Legendary-Items. Deswegen, ich würde ihn jetzt nicht S-Tier raten, aber ich glaube, dass Nautilus der beste A-Tier-Support auf dem Patch sein wird. Also normalerweise sind die Supports innerhalb der Tiers sind nicht gerankt, aber nur so als Anmerkung nebenbei. Ich glaube, dass Nautilus der beste A-Tier-Support auf dem Patch sein wird. Okay, dann Rell. Habe ich auch. Also ich sehe überhaupt keinen Rell mehr in Solo Queue. Der Champion ist echt dead nach dem E-CC Duration Nerf. In Competitive wird er noch gespielt, weil der Champion, klar, wenn du Flash-Up hast, das ist ein und du eine gute Combo hittest, kannst du komplett das Game allein carryen. Aber in Solo Queue reicht es halt nicht, wenn du alle 5 Minuten Play machen kannst. Du wirst von jedem Tank-Support outmatched in Lane und kannst keine Egos punishen. Das ist echt eine schlechte Eigenschaft für einen Playmaking-Support. Deswegen, boah, es fühlt sich echt nicht gut an, einen von den neueren Supports in C-Tier zu placen. Aber wir reden hier über Solo-Queue und Rell ist für mich definitiv kein B-Tier-Support. Deswegen würde ich sie straight up in C lassen. Okay. Sorry fürs Schniefen, meine Allergie haut gerade ein bisschen rein. Ja, tatsächlich. Also ich würde, Rell ist für mich eher D-Tier als B-Tier. Also sie ist C-, wenn man so will. Also Rell ist echt enttäuschend. Okay, dann Rakan. I mean, ich habe gestern ein bisschen rumexperimentiert. Ich glaube, ich habe echt Gefallen gefunden an dem Everfrost Sonias Rakan. Das Ding ist, dass du halt trotzdem, du kannst die Eagle-Matchups nicht wirklich punishen. Die werden für dich immer scalen können. Und von einer Leona oder von einem Nautilus kriegst du immer noch derbe auf den Sack. Deswegen würde ich Rakan in B-Tier lassen. Ja, ich sehe ihn nicht in A-Tier. Also echt nicht. Und für C-Tier ist er obviously auch gut genug. Ist halt ein Playmaker-Support. Man muss ihn eh spielen können. Aber ich glaube, dass Rakan in B auch gut aufgehoben ist. So, jetzt hoffe ich, dass ich nichts übersehe. Ist jetzt hier noch irgendwas drinnen? Ha! Trundle-Support. Echt, haben wir Blitzcrank noch ausgelassen? Na, hier ist Blitzcrank. Ja, ich weiß nicht. Blitzcrank ist halt auch so eine Sache. Wenn du wirklich confident drauf bist, kann man Blitzcrank schon spielen. Aber warum würdest du Blitzcrank spielen, wenn Nautilus existiert? Der halt einfach 100.000 Mal besser ist. Wo hatte ich ihn in den letzten Patch? In B-Tier. Ja, von mir aus lassen wir ihn in B-Tier. Ist schon fein. Aber keine Ahnung. Blitzcrank ist schon cool, aber spielt halt einfach Thresh oder Nautilus. Wie gesagt, diese ganzen Nischen-Supports, weil ihr das gerade in den Chat schreibt, diese ganzen Nischen-Sachen wie Maokai, Set, das werde ich nicht reinpacken. So, das sind halt so Nischen-Sachen. Set kann man maybe mit Fasting-Sender spielen, aber Viertel-Support spielt man auch nicht mehr. Ich überfliege jetzt noch einmal. Ich denke, wir haben die wichtigsten Supports drinnen. Klar gibt es Situationen, wo man, also wie gesagt, die Mage-Sachen sind ausgenommen. Die Mage-Sachen, die will ich nur nicht reinnehmen, weil dann die Tierlist zu voll sind. Aber Sachen wie Lux, Vel'Koz, Brand, Xerath ist alles B-Tier. Das kann man alles solide spielen, wenn man spielen kann. Oh, Gragas. Stimmt, Gragas könnten wir eigentlich. Aber dann again, ich glaube, Gragas ist auch nur so ein Support, den spielt man auch erst ab Diamond 1, oder? Ich glaube nicht, dass Gragas irgendein Gold-Support ernsthaft anfangen kann, Gragas-Support zu spielen. Weil er, glaube ich, nicht mal weiß, warum man Gragas Support spielt. Weil Gragas Support ist halt einfach nur so ein Nischen-Counterpick gegen Alistar Rell zum Beispiel. Deswegen will ich jetzt Gragas ja auch nicht mit reinnehmen. Mein Finger zuckt, ich würde gern Trundle mit reinnehmen, aber die Trundle-Zeit wird wieder kommen. Ich believe's, aber sie ist noch nicht da. Ich denke, dass wir jetzt alle drin haben. Ja. Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Wie gesagt, die Mage-Sachen sind B-Tier.
Ich glaube, ich bin so ganz zufrieden. Wenn sich die Tierlist noch irgendwas ändert, ich werde die bestimmt noch ändern in den nächsten Tagen. Weiß ich noch Sachen als besser oder schlechter entpuppen, dann werde ich euch das natürlich wissen lassen. Aber ich denke, dass ich so ganz zufrieden bin mit der Tierlist. Vorläufig jetzt mal. Ich denke, dass Yumi hat wirklich Potenzial, S-Tier zu sein. Aber das wird sich dann zeigen. Sarah ganz allein D-Tier. Ja, das ist halt, ne? Tam Kench war letzte Tierlist auch noch D-Tier. Und Sona. Und Sona hat jetzt den Moonstone-Buff bekommen und Tam Kench wurde reworked. Und jetzt ist Sarah halt allein da unten. Okay, ich denke, das passt dann. Warum Lulu größer Karma? Weil Lulu den Moonstone viel besser abused und weil das Lulu-Kit einfach super toxic ist. Und weil Karma letzten Patch nur S-Tier war, weil Shirelia so OP war und Shirelia jetzt sehr, sehr stark genervt wurde. Dankeschön, mit Brand habe ich schon erwähnt. Die ganzen Mage-Sachen sind alle B-Tier.